Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage. Ich bin euer Marcel. Ja, fahren wir mal wieder Dreier zum Start mit unserem tschechischen Panzer. Das könnte interessant sein. Ich hätte fahren sollen, als ich die Verfünffachung hintereinander schon hatte. Dann hätten wir da schon den Vierer, glaube ich, jetzt. Aber egal. Zum Vierer fehlt ja nicht mehr so viel. Müssen wir nur gucken, dass wir auch die entsprechenden Credits dann aber auch reingeschafft bekommen. Für den Vierer Panzer. Der Cruiser 3. Too many M2. Was ist denn damit? M2? M2, M2 Light, ja. Und dann hier nochmal zwei M2 Light, ein normaler M2. Das sind nur 5 Stück insgesamt. Das ist wirklich viel. Blau, Eckberg, ja. Ist klar. Ach Mist. Dem T60 habe ich ordentlich einen reingebraten, aber der Panzer S35, der hat mich zerlegt. Ja, und Artillerie schießt sich gerade ein. Oh. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Gut, 4er, 4er, 3er, 4er, 4er. Ich glaube, die einzige Linie, wo wir noch auf zwei Linien sind, die Franzosen und die Tschechen, wo wir noch mit Dreier hier vor uns hindümpeln. Obwohl ich es hier ja auch nicht mehr muss. Ich habe ja hier schon eigentlich alles, was ich brauche. Vier Mann, hier sind es drei. Das heißt, da kommt noch einer dazu. Und dann mal kurz überlegen. Der kostet 155. Ja, das können wir uns aktuell nicht leisten. Ich habe beim letzten Einkauf ein wenig zu viel Geld verschwendet. Ich habe zwar Gold und könnte mir ein paar Credits so ranholen, aber da bin ich ganz ehrlich, das lohnt nicht wirklich. Panzer 2B, also der französische Vierer Heavy Tank als Premium bei den Deutschen. Weil denselben Panzer haben die Deutschen, habt ihr ja gerade gesehen, der S35. Hier bin ich französisch und bei den Deutschen ist es ein Premium Deutsche Panzer. So. Das ist ein Premium-Panzer. Der Sentinel ist nämlich ein australischer Panzer.
So, dann bauen wir mal hier hoch. Das ist so bescheuert, mit so einem Panzer mit einem Medium auf eine Tank Destroyer Position zu fahren. Ah, Mist, da hat er mich erwischt. Da haben sie mich dann doch erwischt. Ah, Mist. Ah, 75 Erfahrung hat der Tscheche gemacht. Ja, drei Schuss mehr habe ich auch nicht abgegeben. Drei Schuss muss ich dann auch bezahlen. Wenn das so weitergeht, dann ist der hier noch weit weg. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich einen Großteil hier mit Free XP gemacht habe. Vor allem, dass ich den hier übersprungen habe, bin ich ziemlich froh. Oh, was haben wir denn hier? Und des leichten Infanteriepanzers. Ja, wurde von Sommer 37 bis 31 getestet. Nach Behebung allerdings wurde der Panzer unter Bezeichnung STVZ 39 eingesetzt. Fahrzeug wurde nie in Serie gefertigt. Ich hoffe, bei dem Vierer haben wir es ein bisschen leichter mit dem Vorankommen. Echt jetzt? Oh, tut das Not? Naja. Naja. Was kann ich hier machen? Nicht viel. Gar nichts. Ich glaube, bis zu dem Marder 38T komme ich durch. Und die ganzen restlichen Panzer kann ich nicht beschlagen. Ha. Tolle Wurst. Obwohl, beim T-67 würde ich mit meiner Kanone auch noch durchkommen, der ist ja nicht so heftig gepanzert. Da ist halt nur das Problem, der T-67 ist so schnell und hat so eine starke Kanone, der schießt auf mich nur einmal. Na, da ist der, wo ich durchkomme. Der ist gleich schon weg. Da brauche ich gar nicht mehr drauf zuzufahren. Oh doch, da kommt meine Möglichkeit. Thank you.
Da haben die, wo ich durchkomme, die haben mich jetzt platt gemacht. Die ich hätte das schlagen können, haben mich jetzt platt gemacht. Oh Mann. Oh mein Gott, mein Zuma hat einen Sieg. Und was für einen erbärmlichen Sieg. Das ist ein wirklich sehr mickriger und eigentlich schon bemitleidenswerter Sieg. Der hat zwar jetzt wieder 1000 XP da drauf, aber die bringen ja nichts mehr. Das bringt ja erst wieder was, wenn ich den hier erforscht habe. Dann habe ich wenigstens bis dahin wenigstens alle Funkgeräte. Obwohl es total nutzlos ist für diese Panzer. Naja. Was ich auch nicht verstehen kann, wie man den mit der Howitzer fahren kann, dieser 3-Inch-Gun. Weil das ist zwar, ja, sie macht, wenn sie trifft, heftigen Schaden. Hier, 175 Schaden. Aber wie nah man teilweise ran muss, da mag ich hier die Bofors sehr viel lieber. Covenanter, das Funkgerät. Eigentlich will ich ja zum Crusader rüberkommen, aber ich denke, das werden wir machen, damit wir einfach den Funk haben. Dann brauchen wir den auf den anderen Reihen nicht mehr zu erforschen und haben den, wie gesehen, gerade auf ziemlich vielen Panzern dann auch frei. Das erspart in anderen Forschungsbäumen sehr viel Arbeit. So, mal gucken. Fünfer Battle. Ich bin halt nur ein Scout, ne? Das ist halt jetzt die. Man muss, um zum guten Medium bei den Briten zu kommen, muss man erst durch die harte Light Scout Schule gehen. Sag ich mal. Man muss erst die Light Scouter machen, bevor man die guten Meets kriegt. Finde ich zwar nicht so fair, aber gut. Kann ich mit leben. Ah, es geht los. So, wir fahren schön hier hinten lang. Das kostet zwar mehr Zeit, aber hier wird man am schwersten entdeckt. So, ich stehe eigentlich auf einer guten Position. Egal, was da jetzt gleich um die Kurve kommt, das kümmert sich zuerst um die Heavies. Einfach weil die Heavies in deren Augen der meisten als prioräres Ziel gelten. Der OI. Noch immer nicht, noch nicht. Jetzt wird haarig.
Mist. Ja, der hat halt eine ziemlich heftige Kanone drauf, dieser Japaner. Das ist natürlich gerade mein absoluter Nachteil gewesen. Und ich hatte keine Rückzugsmöglichkeit. Ah. War jetzt nicht so prickelnd. Hier habe ich auch schon die Kanone für. Wichtig ist, dass ich die zwei aber kriege, weil die halt den meisten Schaden rausdrücken. Ich weiß jetzt nicht, wie das hiermit ist, mit der Experimental 57mm Tank Gun Shine. Weil die halt 87mm durchschlägt, 75 Schaden. Hier halt nur 70mm durchschlägt. Also das sind 17mm Unterschied. Aber der Schaden ist dafür hier um 35 höher. Und wenn man die Zeit hat, und man braucht ja meistens ein bisschen Ein-Aiming-Zeit, und man... Ich sag, man hat ein Ziel eingeaimt und man ist entsprechend halt dran, dann kann man eigentlich mit der Waffe besser kämpfen. Auf 5er Battle. Auf White Park. Oh, ist okay. Mal gucken, was ich zerkloppt kriege so. Hab ja auch 13 Schuss. HE dabei, mal gucken, was das bringt. Hier haben wir wieder so ein OI. Die sind scheiße langsam, ne? Aber machen schon ordentlichen Schaden, wenn die da sind. Und können bis halt auf Kleinigkeiten, ne? Kann der an ziemlich viel Schaden fressen. Also an dem Panzer prallen ziemlich viele Geschütze ab. Man muss ihn schon ziemlich genau treffen. An den richtigen, an den Weak Points halt. Na komm, wir fahren den hinterher. Hallo, T-34, wo bleibst du? Die sehen doch, dass auf der Karte ein grüner Punkt vorne ist. Nee, ohne Scheiß, ich wäre schon längst mit dem T-34 hier drüber.
Ach Mist. Na, ah, das gibt nichts. Kack Team, ey. Da habe ich ein Kack Team erwischt. Das war jetzt echt ein Tagessieg. Da habe ich ein gutes Team gehabt und der Tagessieg ist richtig beschissen. Oh je. Oho. Ah, das war klar. Was habe ich dem denn? Ah, ich habe den die Ketten zerstört. Boah, dem habe ich den Treibstofftank zerstört. Aber der hat es noch schnell genug geflickt. Der ist nicht in die Luft geflogen. Das ist schade. So, ich würde aber auch sagen, das war es jetzt erstmal wieder für die Ausgabe aus der Panzergarage. Ihr vergesst bitte das Kommentieren und Bewerten nicht. Und ich würde sagen, ich bin euer Marcel. Und bis denn.